Ja, moin Leute, da ist Nira schon wieder talkativ unterwegs. Ich bin gar nicht so weit gekommen, wie ich dachte. So ein Mist. Meine letzte unbändige Woge hat irgendetwas Merkwürdiges mit meinen Trockenrationen angestellt. Was denn? Undried them. Look, the hardtack's a gooey mess. The apples look like they were just picked, and the fish is a... Oh, there he goes. Good luck finding a pond, little guy. Die Trocknung rückgängig gemacht. Seht euch das an. Der Zwieback ist nur noch ein schmieriger Brei. Die Äpfel sehen aus wie frisch gepflückt und der Fisch ist, oh, weg ist er. Viel Glück dabei, einen Teich zu finden, Kleiner. Ihr würdet nicht zufällig ein bisschen was von euren Rationen abgeben, oder? Natürlich, Nira. Hier bitte. Ochsenfleischstreifen und Zwieback. Super lecker. Hardtack. Hardtack. Always hardtack. Have you noticed, no one ever offers to reward us with a nice dinner? Zwieback, Zwieback, immer nur Zwieback. Ist euch aufgefallen, dass wir zur Belohnung niemals zu einem guten Essen eingeladen werden? Thanks. Wow, not bad. You have really nice biscuits. That sounded bad. Buns. No, hard fruit. Oh. Danke, Wip. Ui, nicht schlecht. Ihr habt ja echt schöne Nüsse. Das klang jetzt komisch. Euer Schinken ist nicht schlecht. Nein, ich meine, die Eier sind. Ach, verdammt. Ja, okay, mir gefällt die Liste nur weiter. No, I'm stopping while I'm ahead. Nein, nein, ich höre lieber auf, solange ich vorne liege. Oh wow, I'm suddenly very full. High time we got moving, don't you think? Oha, ich bin plötzlich total satt. Höchste Zeit, dass es weitergeht, oder? Ja, unbedingt. Ich warte, wenn es denn sein muss. Und wir sacken hier noch die letzten Sachen ein, die hier noch rumlagen. Und dann Ja? sind wir auch tatsächlich schon wieder draußen. Gute Idee, das mir zu übertragen. Okay. Ja, Sachen verkauft habe ich jetzt natürlich immer noch nicht. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt blitzschnell weiter zu dem guten. Ja, hier steht Ixa. Da haben wir aber noch nichts Neues zu berichten. Wir gehen zurück zu Rylock, dem Guten. Ausgezeichnet. Ich habe gehört, dass ihr die Aufgabe im Haus des Magiers erledigt habt. Die Hafner sind euch dankbar. Ihr könnt hineingehen. Ich möchte euch jedoch ermahnen, im Erdgeschoss zu bleiben. Der erste Stock ist viel zu gefährlich. Jeder, der kein Hafner ist und dorthin geht, wird getötet werden. Wir können euch nicht helfen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt eintreten, wenn ihr es wünscht. Okay. Shahira ist hier Mitglied bei den Hafnern. So. Kaum der Rede wert. Reden wir doch erstmal mit Mironia. Grüß dich. Gibt es etwas, mit dem ich euch helfen könnte? Eine Freundin wurde von den verhüllten Magiern gefangen genommen. Könnt ihr mir etwas über sie erzählen? Die verhüllten Magier, eine mächtige und einflussreiche Organisation, was bei der Abneigung der Bürger von Am gegen Magie schwer zu glauben ist. Es ist nicht so, dass die Leute keine Magie anwenden. Man benötigt eine Lizenz, haben wir schon. Und sie gehen hart gegen jene vor, die Magie ohne ihre Erlaubnis praktizieren. Wenn ihr interessiert wäret, so bin ich sicher, dass Corneille im Regierungsgebäude im Regierungsviertel einen größeren Bestechungsgeld nicht abgeneigt werde. So läuft das hier eben. Ihre Wachsamkeit dient hauptsächlich dazu, jegliche Konkurrenz zu unterbinden oder wenigstens genauestens zu kennen. Den Ort ihrer Gefangenen halten sie sehr geheim, wo auch immer eure Freundin sich befinden mag. Keiner wird sie je finden. Na, aber falls ihr ge verrückt genug wärt, gegen die verhüllten Magier vorzugehen, so wäre jetzt der beste Zeitpunkt dazu. Sie haben den sprichwörtlichen Löwen in eine Falle gelockt. Er ist ein mächtiger Magier mit dem Namen John Irenicus. Er hat ihnen, soweit ich das beurteilen kann, so einige Probleme bereitet, aber sie haben ihre Reihen geschlossen, damit niemand etwas von ihren Schwächen erfährt. Aber es gibt diese Schwächen, glaubt mir. Okay, wer seid ihr und was macht ihr hier? Ich bin Merunia von den Hafnern. Ihr könnt uns an den Amuletten erkennen, die wir tragen, aber auch nur in dieser Stadt. Wenn ich hier, was ich hier genau tue, geht nur uns Hafner etwas an. Okay. Könnt ihr mir etwas über diesen Ort erzählen? Dieses Gebäude dient uns in dieser Stadt als Basis. Sprecht nicht darüber. Verschwiegenheit ist eine unserer stärksten Waffen.
Deswegen haben wir in unserem Foyer erstmal riesig groß einen Teppich oder ein Mosaik mit unserem Zeichen ausgelegt. Vielen passt es nicht, dass wir uns in so manche Dinge einmischen und sie würden unserer Existenz mit Freuden ein Ende bereiten. Aber neben dem Standpunkt der Geheimhaltung ist dies der sicherste Ort für uns. Starke Magie beschützt dieses Gebäude und es gibt Wachen, die uns gegen Eindringlinge beschützen. Was? Wirklich? Erzähl mir mehr. Die Wachen greifen jeden an, der kein Hafner ist. Wenn ich in eurer Haut stecken würde, würde ich mich vom zweiten Stock fernhalten. Aber sie töten niemanden, es sei denn, es ist notwendig. Was tun sie denn gegen einen Eindringling oder einen Dieb? Ich weiß nicht. Ich denke, das entscheiden die selber. Ich habe sie nie gefragt. Okay. Könntet ihr mir was von den Hafnern sonst was erzählen? Ja, Hafner folgen dem Kodex und bewahren das Gleichgewicht. Beides, das Böse und das Gute, müssen sich die Waagschale halten. Ja, ohne das Böse würde man ja auch gar nicht wissen, was gut ist. Die Hafner sorgen dafür, dass es so bleibt. Und die Macht, die eure Freunde erringen, während sie dieses Gleichgewicht aufrechterhalten, bedeutet gar nichts. Es fällt schwer zu glauben, dass alle Hafner zu solcher Selbstlosigkeit und Nächstenliebe fähig sind. Wir respektieren die Weisheit, nicht Macht oder Rang. Ein guter König, der sein Reich zu weit ausdehnt, stellt dieselbe Gefahr dar wie ein tyrannischer König. Ja. Wir greifen ein, um das Gleichgewicht zu erhalten. Aha. Und wie organisiert ihr den ganzen Kram? Unsere Organisation ist unser wichtigstes Geheimnis. Wenn ihr Galvaray, unserem Führer hier in der Stadt begegnen solltet, so erzählt er euch vielleicht etwas darüber. Was wisst ihr denn über die Schattendiebe? Die Schattendiebe sind dem Stadtrat fast gleichgestellt, sitzen vielleicht sogar im Stadtrat. Ja, wer weiß. Trotzdem werden sie von einer anderen Gruppierung, von der wir noch nicht viel wissen, attackiert. Renal Blutskalb leitet die Gilden, aber er trägt nicht die Verantwortung. Aran Linweil ist der Schattenmeister von Am, aber ihr werdet keinen von beiden zu Gesicht bekommen, es sei denn, sie wollen es. Ich mache mir Sorgen wegen dieser neuen Gruppierung. Man erzählt sich, dass sie von einer Frau geführt werden. Ja, das ist natürlich gleich Grund zur Sorge. Aber wir wissen nichts von ihr, nicht einmal ihren Namen. Wenn ihr mich fragt, ist es besser, seinen Feind zu kennen. Natürlich kann man darüber auch anders denken, aber wenigstens können wir darauf hoffen, dass die Schattendiebe dadurch geschwächt werden. Okay, na dann, bye! So, das Rätsel um Montoron. Wir sollen nicht in den ersten Stock. Und wir suchen auf jeden Fall nach Fallen. Melde mich zum Dienst! Wisst ihr, das erinnert mich an damals. Damals, als ich... Aber hier dürfen wir uns ja umgucken. Da geht's auch nach oben. Das machen wir aber nicht. Unser Ziel ist es jetzt erstmal hier unauffällig die Leute zu plündern. Aha. Du-di-du. Wunderbar. Geschichte der Drachenküste. Noch lassen Sie mal. Glocken der Tiefe, Estragund, Norden, am Kalimshan. Aha. Die zwei Heiltränke nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und schon haben wir auch wieder Platz. Aber trotzdem sollten wir vielleicht ein bisschen was aussortieren. Schön. Der Träger ist immun gegen Bezauberung. Das ist doch nice. Ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Okay. Wie kann ich helfen? Sag mir, was zu tun ist. Razad, du bist schnell. Geh mal mit. Die Musik auch. Lololo. Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Trololo. Let me help you. I could handle that. Ihr klingt dagegen, bin ich allergisch. Okay, schon gut. I need some ich bin völlig allergisch. Jetzt haben wir hier die Geschichte von Dorpa und Var. Ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. What do you want? As you wish. So, wir müssen auch mal darüber sprechen. Okay, da hier sind das hier Türen? Denn ansonsten muss man ja, um in dieses Büro zu gehen, in diesen sehr engen Gang, und dann sind das hier alles Fluchttüren. Aha, Hafner-Amulett. Das brauchen wir, damit wir nach oben gehen können.
nicht wahr? Alle Hafner, auf die ihr bisher getroffen seid, die super geheim sind, haben aber dieses auffällige Amulett. Das ist schon mal gut, dass wir das haben. It would be my pleasure. Damit können wir nämlich nach oben gehen. Ist aber lieb, dass sie uns vorher sagen, dass wir da nicht hoch sollen. Schreit nicht so! Ich kann euch ja hören! Ich bin mir nicht sicher, gab es hier nicht noch auf der anderen Seite, gibt es bestimmt auch noch was. Okay. Oh, hier ist noch Berin war. Vielleicht und Pace oder Patsche. Vielleicht können wir bei einem der Leute noch einkaufen. Wir werden das mit unserem höchst charismatischen Wirt natürlich sofort herausfinden. Er trägt den Ring, der ihn super charismatisch macht. Hallo, mein Freund. Ja, schön, euch zu sehen und willkommen in unserem kleinen Reich. Nicht viel zu sehen. Was macht euch nichts draus? Denn gute Gesellschaft erfüllt, erfüllt jeden Raum. Was kann Klein Pace für euch tun? Ihr scheint ein lustiges Kerlchen zu sein. Seid ihr schon lange hier? Schon eine ganze Zeit, doch ich bin auch relativ neu. Ich tue, was ich kann. Was macht ihr denn hier? Ihr seht gar nicht aus wie ein kräftiges Arbeitspferd. Welche Arbeit ich hier tue? Die Hafner tun vieles. Tja, manche der alten Kerle können dafür sorgen, dass euch schwindelig wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, ich habe schon von verrückten Plänen gehört, dass euch der Kopf schwirren würde, Junge. Oder zumindest würde meiner Tante Patty der Kopf schwirren. Onkel Rufus hat ziemlich lange und hart an diesem Plan gearbeitet. Und ich will euch sagen, Patty hatte wochenlang ein steifes Genick. Sie hat ihm das nie richtig verziehen. So ist das halt im mit hinterhältigen Plänen, sagt man doch. Ich lasse euch mal besser alleine. Hehe. Ja, hallo, mein Freund. Okay. Sagt, was ihr von mir wollt. Oh ja, ihr seid derjenige, der uns den Gefallen mit all den Kreaturen getan hat. Wollt ihr, was? Ich bin im Moment ziemlich beschäftigt. Gut, da fragen wir nicht. Was ist gefährlich am ersten Stock? Ihr solltet euch von dort fernhalten. Die Wächter werden erkennen, dass ihr kein Hafner seid und es würde keine Möglichkeit geben, euch vor ihnen zu schützen. Die Wächter? Ich habe kein Interesse daran. Ihr seid kein Hafner und deshalb werden wir euch nicht in euren Geheimnisse einweihen. Okay, dann können wir hier noch was über die verhüllten Magier erfahren. Ist das die Person, die zur gleichen Zeit wie der Zauberer schon Irenikus entführt wurde? Also ja, sie heißt Imone. Dann ist eure Freundin wahrscheinlich in großer Gefahr. Dieser Mann, Irenikus, ist überaus mächtig. Die Schattendiebe haben sich mit seiner Gefangennahme übernommen. Laut unserer Informationen, ja, wir wissen ja ganz am Anfang, ne, sind die Schattendiebe ja in den Komplex von Irenikus eingedrungen, um ihn, ja, gefangen zu nehmen, unschädlich zu machen. Das hat ja nun nicht so geklappt. Das ist nicht so gut gelaufen. So, laut unserer Informationen haben auch die Zauberer Angst vor seiner Macht. Doch wo eure Freundin oder dieser Irenikus sein könnten, das weiß ich nicht. Okay, und die Schattendiebe? Die Schattendiebe werden darauf auf sein, euch für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Das ist eine Organisation, die bei der Verfolgung ihrer Ziele keinerlei Moralvorstellungen gelten lässt. Haltet euch von ihnen fern. Aha. Und was ist hier mit euren Halsbändern? Gibt es einen Grund? Damit geben wir uns nur in der Stadt als Hafner zu erkennen. Das ist alles. Aha, aber ihr seid doch eine Geheimorganisation. Tja, ich mache mich mal auf den Weg. Sagt mir, was zu tun ist. Gut, wir fallen natürlich nicht darauf rein. Ich weiß jetzt nur nicht, ob der Schutz für alle gilt. Jan Jansen, melde mich zum Dienst. Oder eben nur, was war das hier? Schutz vor Bezauberung. Was hat sie an? Augen der Wahrheit, Infravision. Ja, das ist nicht so gut. Ja, dann setzt du mal den auf. Was hast du auf? Ja, du kriegst jetzt Infravision hier. Super, da ist. Den brauchen wir nicht mehr. Mal, sie sollen nicht bezaubert werden. So, und Jan? Entschuldigung, wir dann mal zu das viel Steckrüben. So, jetzt sind wir Hafner. Jetzt sollten wir da oben eigentlich gut auskommen. Wir geben mal noch ein paar Sachen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Was ihr mir gab, liegt nun auf dem Boden. Noch ein paar Sachen weiter. Ja, wunderbar. Damit wir hier 5 Sachen zum Plündern, das sollte doch eigentlich reichen. 6 Sachen. Schon klar, ihr benötigt meine Fee. Ihr klingt... Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Ich bin gar nicht zu sehen. Tut, wie ich euch heiße. Ihr tragt das Zeichen ein und desselben. Ihr seid hier willkommen und dürft in Sicherheit bleiben. Oh, der geisterhafte Hafenspieler. Haben wir uns natürlich auch sofort gesehen.
Fragt nach Belieben, was ihr wissen wollt, und die Wächter werden es so gut es geht beantworten. Wir haben viel gesehen und kennen die alten Gesänge, auch wenn die erste Melodie vergessen ist. Ja, was für Wesen seid ihr denn? Wir sind die Vergangenheit, die die Gegenwart bewacht. Wir spielen die Harfe als Geister, damit andere hier Ruhe finden. Und dieser Ort, was ist damit? Hier bewachen wir die Zusammenkunft. Hier darf die Gemeinschaft der Mitglieder ruhen und sicher sein. Hier ist eine Festung der Hafen, eine von vielen, eine von wenigen. Okay. Was gibt es hier, das jemand stehlen mögen wollte? Es gibt hier Ruhe zu stehlen. Aus der irrigen Sicht heraus, dass Wohlstand auch immer mit Zufriedenheit des Geistes einhergeht. Ah ja. Und wie wird man zum Hafner? Es heißt, dass Hafner schon von Geburt an welche sind, dass sie aber erst anerkannt werden, wenn sie sich anschließen. Eine geistige Veranlagung, die vielleicht keinen Sinn macht, Junge, Sinn ergibt, aber das Verlangen hervorruft, Dinge auf lange Sicht richtig zu machen. Geduld und gute Taten helfen, einen Ausgleich zu schaffen. Sie sind ihre einzige Belohnung, aber zu gegebener Zeit können sie Anerkennung durch Gleichgesinnte fördern. Sagte ich schon Anerkennung? Man braucht keine Mitgliedschaft, man folgt nur einem eigenen Weg. Hafner suchen sich den ihren zur rechten Zeit. Aha. Gut, dann haben wir noch, vor nicht allzu langer Zeit wurde hier ein Dieb gefangen genommen. Was hätten die Hafner mit ihm gemacht? Ein Dieb, der den Grund und Boden der Hafner beraubt, darf ihn nie wieder berühren. Bis er dafür gebüßt hat. Hafner sind über dem Boden, damit sie ihn sehen können und den Verlust bemerken. Aha. Ja. Wie sie die Flucht vor dem Gesetz antreten, so haben wir die Flucht gewährt, aber ins Nirgendwo. Ein goldener Käfig für eine Form, die frei aufsteigen kann, sodass sie in Gefangenschaft erkennt, was Verlust ist. Keine Besitztümer festhalten oder haben, eine Form, die ihr eigenes gefiedertes Gewand trägt, zu zeigen, dass materielle Dinge kommen und gehen und dass manche sie überhaupt nicht brauchen. Ah ja, gut, dann viel Erfolg. Einzeln, aber niemals allein. Ja, hier, Motto der Hafner. Die Gesänge der Vergangenheit dienen dazu, die Jahre zu verkürzen, für jene, die es sich getrauen, zuzuhören und bringen die Erinnerung an die dahingeschiedenen Freunde zurück. Jene, die die Harfe spielen, sind niemals wirklich allein. Okay, ja. Jetzt ist mal so die Frage. Hier sind wir hochgekommen. Werden die aggro, wenn wir hier was nehmen? Die werden ja wohl... Ja. Auf jeden Fall. Oh, die Geschichte der weiten Küste. Da kam doch einer meiner liebsten... Pen and Paper Charaktere her mit dem schönen Namen Sergor. So, jetzt werden wir ja gleich wissen, ob sie aggro werden. Nö. Hier ist Phantomklinge. Wir nehmen das alles mit, ne? Wir nehmen diese Preise an. Die haben ja auch einige Bücher doppelt, offensichtlich. Und die Heiltränke sind auch besonders wichtig. Denn da haben wir eine ganze Menge verballert. Über Tiefwasser gibt es auch viele, viele Bände offensichtlich. So. Dann haben wir hier auch schon das Vogelgezwitscher gehört, denn die sprechen natürlich in Rätseln hier. Oh, man kann sogar noch höher. Genau. Und hier müssen wir rein. Denn die haben ja den Hinweis gegeben, dass sie die Leute in Vögel verwandeln. Ein ausgeklügeltes Vogelhaus voller exotischer Pflanzen und mannigfaltiger, seltsamer Vögel. Und da können wir jetzt... Achso, von oben vielleicht? Ja, vielleicht von oben. Da müssten wir jetzt eigentlich... ganz blind Montaron raus. Ihr seht einen kleinen Vogel, der durch die Zweige im Vogelhaus schwirrt. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn wohl fangen. So, Hafnervogel. Erstaunlich leicht, den Vogel zu fangen. Ihr wollt nach ihm greifen und der Vogel fliegt direkt auf eure Hand zu, um sich dort niederzulassen. So, das hat fett EP gegeben. Jan Jansen ist hier immer noch am...
am Schurken. So, die lassen wir einfach mal sein, wie sie sind. Okay. Hier muss irgendwo eine Geheimtür sein. Und wir räubern jetzt die Hafner aus. Wir machen das, was Montaron offensichtlich nicht geschafft hat. Wir haben jetzt aber einfach einen Random-Vogel mitgenommen. Also keine Ahnung, ob das wirklich Montaron denn ist. Aber wir gehen einfach mal davon aus. Eine Nachricht. Die lesen wir uns doch noch durch. Lieber Berenwar, macht euch keine Sorgen wegen des Diebs. Wenn er Komplizen hat, werden die schon bald aus ihren Schlupflöchern kriechen. Was den Dieb selbst betrifft, nun, die geisterhaften Hafenspieler werden ihn aus dem Fluch entlassen, sobald sie der Meinung sind, er habe seine Lektion gelernt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir nur hoffen, dass er sich an den Geschmack von Vogelgefütter gewöhnt, nicht wahr? Alles Gute, Tee. Genau, und hier haben wir... Nach dem, was die geisterhaften Hafenspieler gesagt haben, ist dieser Vogel der arme Kerl, der einst unter dem Namen Montaron bekannt war. Ixa sucht nach ihm. Sieht doch ganz nett aus. Okay. Ja, wir erkunden jetzt hier noch das Gebäude zu Ende. Sind ja nicht mehr so viele Türen. Ah, aber hier sind noch mal ein paar Fallen. Und dann gehen wir hier noch nach oben. Gucken uns da noch um. Hehehe, nicht mit mir. Okay. Ist auch immer gut, alle kriegen Erfahrung dafür, dass er so besonders gut Schlösser knacken kann. Also Schurken sind ja im Kampf nicht so besonders gut, aber man braucht sie halt genau für sowas hier. Ich werde es. Und zum Entschärfen von Fallen. Ich werde nicht da rasch erledigen. Und jetzt ist er überladen. Hm. Das ist ja ungut. Ja, ich schätze, dann stoßen wir doch mal ein paar Sachen ab. Wir lernen einfach die beiden Zauber. Hoffentlich klappt das auch. So. Dann schwupp haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Entdecken, da ist es doch. Damit können wir über die ganze Karte spinksen. So, dann haben wir den Ring, den können wir noch da outsourcen. Sehr schön. Okay. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Wie soll das denn gehen? Also da kommt man nur raus. Okay, ja. Dann würde ich mal sagen, wir haben das. Ich probiere dann mal offscreen, ob man hier mit allen hoch kann und gehe dann da oben noch hin und guck, was da los ist. Bis dann. Tschüss mit Öl.